Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken eines Dorfes und neuen Abenteuern aus Hundsgrab, hier vom Großfichtenwald sozusagen am Hasengehege. Und ihr seht schon, hier sind einige Hasen. Ich habe immer mal wieder was reingeworfen zu fressen. Ich habe das hier ein bisschen umgestaltet nochmal. Und ich überlege gerade, ob wir hier noch so eine Reihe drumherum machen von dem Fichtenholz. Ja, ich hatte euch ja gefragt, wie wir das machen wollen mit dem Hasengehege. Ob wir das nach Althundskrab verlegen oder ob wir das sozusagen... Na, ich hole mir mal Fichtenholz. Ob wir das sozusagen hier lassen. Und ja, war ein bisschen geteilte Meinung, sage ich mal. Wir stecken uns jetzt erstmal hier einen Grundriss ab, ganz wichtig. 1, 2, 3, 4. Ja, dann würde ich sagen, die Hütte soll nicht so groß werden. Das ist ganz wichtig auch. Die Hütte soll nicht zu groß werden. Machen wir ruhig so. Machen wir ruhig so im unteren Bereich. Genau. Und dann machen wir, ja, das kriegen wir hin, Freunde. Die Werkbank steht hier total blöd. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die hier hingesetzt habe. Da steht sie uns komplett im Weg eigentlich. Wir könnten allerdings das ein bisschen schlauer organisieren und uns hier einfach so einen Aufgang aus... Das war jetzt nicht so schlau, aber Moment. Das kriegen wir hin. Leute, wir kriegen das hin, glaubt es mir. Ich bin da ganz guter Inge. Ich bin die gute Inge. So, wenn wir jetzt nämlich hier so und so, dann haben wir hier auch gleich eine Treppe aus Werkbänken. Auch nicht schlecht. Erstmal, ne? Das wird natürlich später noch anders. Das heißt, hier wird im Grunde... wird eine kleine Hütte hinkommen und daneben ein Feld. So ist der Plan, weil wir haben hier Wasser. Und ja, so ist der Plan. Wir machen jetzt hier also auch 1, 2, 3. Und dann, das sind 3, ne? Ja, hier. Ja, wir machen jetzt so eine kleine Hütte, wo die Hasen dann sozusagen, also die Produkte der Hasen, um es mal ganz nett zu sagen, in Neudeutsch, die Produkte der Hasen untergebracht werden. Wir könnten die auch auf so Stelzen machen, die Hütte. Einfach. Wartet mal, das ist auch ganz cool. Das hat ein Stelzenhaus hatten wir auch noch gar nicht. Hier in unserer kleinen Welt, in unserem kleinen Dorf. So, wenn wir die auf Stelzen machen und dann hier einfach so einen Querbalken reinzimmern. So. Ne, zum Beispiel. Querbalken. Ha. Ein Stelzenhaus. Und darunter können wir das Feld machen. Kriegt das dann noch genug Licht? Aber wir können das Hasengehege auch noch da unter lang ziehen, dass die hier noch unter dem Haus auch noch rumhüpfen können. Das ist auch eine Möglichkeit. Dann kriegen wir mehr Hasen unter. Genau, ein Stelzenhaus. Ein Hasenzucht-Stelzenhaus. Ja, ihr habt viele Vorschläge gesendet, so was man alles, wie man das Schloss dann nennen kann. Die habe ich jetzt noch nicht eingetragen. Bin momentan ein wenig in Eile. Ein wenig, aber nur. Also ganz, ganz minimal in Eile. Pass auf, dann zimmern wir das hier auch rüber. Ein Haus auf Stelzen soll es sein. Das ist wunderbar. Und fein. Naja. Und dann kann man nämlich hier in die untere Etage im Grunde auch gar nicht rein, weil das alles noch Hasengehege wird. Und das würde aber auch bedeuten, dass wir hier im Grunde diesen Teich trockenlegen müssen. Damit die Hasen, oder? Na, Hasen, ich weiß nicht, mögen die Wasser? Das kann ich jetzt schwer sagen. Wir können ja so einen kleinen Wassertümpel überlassen. Aber nur ganz klein halt, ne? Nicht, dass die mir ersaufen, die Brüder. In Scharen ersaufen. Das wäre überhaupt nicht gut. Ja, was gibt's sonst noch Neues? Wir haben natürlich noch 1000 Sachen, die wir noch gar nicht ausprobiert haben. Machen wir hier mal ganz kreative Teichgestaltung. Hier so einen ganz kleinen Teich. Hier müssten wir eigentlich den Sand wegnehmen. Oder Hasensand. Dann können die das hier gleich eventuell als, ihr wisst schon, Klo benutzen. Und hier müsste sogar der Sand dann rumwachsen. Also die Erde, die müsste hier so rumwachsen. Dann würde ich hier um den Teich, da können wir dann noch ein bisschen Gras hinmachen oder sowas. Da müssen wir auf jeden Fall so Erdblöcke haben. Okay. Machen wir den so. So, nee, komm. Da soll Wasser bleiben. Ich hoffe, das ist jetzt haben wir hier eine Strömung erzeugt. Ja, hier einen ganz kleinen Hasentümpel. Ne? Passen wir hier noch so ein bisschen an. Man kann hier das Gras rüber wachsen. Wir lassen da Gras rüber wachsen, sagt man ja auch. Ich kann auch die Schaufel nehmen, dann geht's schneller. Und dann ist hier unter nämlich auch noch Hasengehege. So, und dann kann das hier... Ja, so kann das bleiben. Dann müssten wir hier auch noch Erde hinmachen. Wir müssen noch Erde holen. Das haben wir unten beim Schloss. Also was mal das Schloss wird. Das ist ja sozusagen die Schlosshasen, die Hasenwiese vom Schloss.
3M-Land, Schloss. Und hier spawnen immer noch Hasen übrigens, ne? Also es war doch nicht nur irgendein Bug, der jetzt beim Wechsel gekommen ist, sondern anscheinend wird das immer noch als neues Biom erkannt, was ich echt eigenartig finde, was aber so ist. Und schaut mal, da oben ist dann die Hütte und der Delfino hatte seine Bedenken geäußert, dass es ja nicht so richtig passen würde, hier in die Kronhauptallee, aber hier kommt ja noch eine Häuserzeile vor. Ja, hier kommt noch eine Häuserzeile vor, wahrscheinlich so kleine Wohnhäuser oder sowas, Edelhäuser. Wir bauen das jetzt erstmal hier hin. Mir fällt da jetzt, ja, würde ich sagen, wir bauen das erstmal hier hin. Und wir müssen, genau, hier noch, braucht man noch Erde, hatte ich gesagt, ne? Hier hinten muss ja ein Acker hinkommen, deshalb müssen wir diese Wasserfläche hier hinten, die müssen wir ganz trocken legen. Die Waffen- und Rüstungsschmiede, da hat die auch gesagt, beziehungsweise der Flo, der unser Stadtschreier, der auch verkündet hat diese Woche, oder der in dieser Woche hier verkündet, der hat dann auch geschrieben, dass er das total gut findet und dass das auf uns gerade auf jeden Fall noch benötigt, denn wir haben ja nur unseren alten Volko, der alte Volko, ne, der ja im Grunde kein Waffenschmied, sondern ein Hufschmied ist, aber immer in seinem, auch immer noch Waffen geschmiedet hat zwar, aber da jetzt nicht unbedingt so drauf spezialisiert ist. Okay, das hier nehmen wir mal weg, die Reihe, damit das hier so ein bisschen frei steht, das ganze Gebäck. So. Okay, dann kann hier Gras rüber wachsen. Sehr schön. Hier in der Mitte wird dann so eine Art Leiter hochgehen, da wird man dann in die erste Etage kommen. Wir können jetzt natürlich noch das Ganze so ein bisschen verstärken, aber ich würde dann hier nämlich auch Zäune reinsetzen. Haben wir davon noch welche? Nein. Aber wir haben ja Holz dabei. Zack. Dann machen wir uns einfach die neuen Zäune. Brauchen wir erstmal Stickies. Wie war das nochmal? Ich glaube so. Und dann so. Und so, ne? Das war das neue Holzrezept. Genau, 48 Stück. Damit sollten wir erstmal auskommen. Dann machen wir nämlich hier jetzt auch noch Holzzäune hin, damit die uns hier nicht raushüppen. Ganz klarer Fall. Und hier neben kommt dann das Feld, das Mohrrübenfeld, denn das ist neu. Ich möchte natürlich dann auch den Verpflegungsbedarf für die Häschen auch gleich nebenan haben. Es wurde übrigens auch in den Kommentaren geschrieben, dass Hasen auch gelbe Blumen futtern. Wie sagt man nicht? Bei Hasen auch Mümmeln? Mümmelmänner ist ja auch so ein Begriff. Ja, ich denke mal hier, das ist schon ganz schick. Da können sie dann unter durchrennen. Dann können wir nämlich diesen Zaun hier im Grunde wegreißen. Hallo Leute. Oh, das war dumm. Aber wir kommen da noch raus. Alles klar. Ich reiße hier mal den Zaun weg und ich möchte euch dabei nicht schlachten. Also gebt ein wenig Acht mit eurer Hopferei. Na, also seid da ein bisschen vorsichtig. Nicht, dass ihr hier uns drauf geht. So, das auch noch weg. Jetzt könnt ihr darüber. Guck mal. Jetzt habt ihr ein größeres Gehege. Ist das nicht genial? Einfach so. Aber Vorsicht. Ist. Okay, und hier könnten wir uns auch noch so einen Aufgang hinmachen. Das ist also alles gut. Ja. Hier ist momentan noch unser Aus- und Eingang. Was? Ist da eben schon einer gestorben? Oh, wo seid ihr hochgekommen? Wo sind die hochgekommen? Hä? Hä? Ach da! Ach verdammt! Nein, 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 nein! Alle rein da! Wieder zurück! Das geht doch nicht! Könnt doch nicht da, Leute! Warte, ich habe eine Mohrrübe dabei. Ark! Nicht Ork, Ark, habe ich gesagt. Guck mal, was ich habe. Lecker Mohrrübe. Lecker Mohrrübe. Kommt hier alle rein. Kommt alle wieder rein. Hier du auch. Komm. Komm, lecker Mohrrübe. Da. Oh mein Gott. Jetzt. Oh, was? Habt ihr gesehen? Die sind so massiv auf mich zugesprungen, dass der eine sich dabei sogar zu Tode verletzt hat und das hier da eine stille Ecke. So, dann kannst du jetzt sitzen und dich schämen. Na, einfach hier abhauen. Aber sofort die erste Gelegenheit zur Flucht genutzt, ne? Gleich erstmal. So, zack. Und du und aus dir machen wir Frikassee. Das hast du jetzt davon. Die Kiri hatte geschrieben, ich soll, die sind total dämlich. Ich soll doch den ersten Hasen von uns gerade benennen. Ja, es war ein weißes Kaninchen. Okay, wer von euch ist der erste Hase von Hundskopf gewesen? Bitte trete hervor. Du nicht, du bist... Du? Nee. Die wissen das nicht mehr. Das ist das Problem. Die wissen es nicht mehr. Und gefällt es euch? Ja, ich denke schon. Mit dem Bett benennen, das ist auch so ein Ding. So, jetzt haben wir das hier schon mal... das geht nämlich schon. Es geht. Ich kann ein Bett benennen, natürlich. Aber der, mein Agent... Mein Herr Agent ist Brent, Dragon Studio LP, hat geschrieben, wenn ich das mache,
und es dann abreiße, was wir ständig machen, weil es ja im Bed to go ist, dann ist das weg. Und das wäre natürlich ganz, ganz schlecht. Wir müssen uns gleich überlegen, wie wir die obere Etage machen. Einen schönen Traum gehabt in dieser Nacht wahrscheinlich. So, wir haben jetzt hier unser Dingen. Haben wir hier eine Mitte? Ich glaube, was haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bei 8 gibt es keine Mitte. Aber wir könnten hier einen Doppelpröpel draufsetzen. Ich symbolisiere das jetzt mal durch Fackeln. Er symbolisierte es durch Fackeln. Habt ihr gesehen? Ich habe nur die Moore ganz kurz berührt. Alter, geht das doch? Doch. Ja, nee, da haben wir absolut keine Mitte. Also die absolut keine Mitte. Und die Fackel ist ins Wasser gefallen. Die ist jetzt auch nicht mehr zu gebrauchen. Wir müssen nach oben raus. Müssen wir natürlich jetzt irgendwie was finden, wie wir das bauen. Ich nehme hier nochmal 19 von den Dingern. Da würde ich sagen, behalten wir das mal bei mit unserem Fachwerkstil. Mit einem richtigen, massiven, rustikalen Fichti-Fachwerk. So, hier ist es dann frei. Na, hier müssten wir die auch ein hochziehen. So, dann kann hier die schöne neue Fichtentür rein. Total gut. Ups, aufpassen, dass wir nicht ins Gehege fallen. So, und hier hinten müssen wir uns dann noch was überlegen. Ups, das war dumm. Das war ziemlich dumm. Aber wir können wieder runtergehen und wieder hoch. Wir haben ja noch keine richtig große Bauhöhe erreicht. So, dann kommen hier auch überall noch welche drauf. Getackert. Ich glaube, wir haben sonst immer dieses andere Fichtenholz genommen. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Das passt auf jeden Fall. Das ist parallel. So. Okay, dann haben wir hier schon mal so einen Hüttengrundriss. Ja. Okay, das ist ein bisschen eng hier, der Eingang, aber ist halt ein Eingang. Der darf auch mal eng sein. So, jetzt kommen hier auch noch ein Balken drauf. Ich will es auch nicht so hochziehen. Wir müssen uns das dann genau angucken. Deshalb kommt hier dann der Querbalken. Jetzt kommt der Querbalken rüber. Wie machen wir das da hinten? Machen wir da Zweierfelder? Ich gucke mir das mal an. Wartet mal. Wir gehen mal nach da hinten und dann gucken wir mal, wie wir das machen, organisieren können. Da ist auch wieder ein Hase entkommen oder hier neu gespawnt. Und hier im Wald spawnen die auch. Und dann auch am Helmenberg habe ich gesehen. Guck mal da hinten. Na, das könnte natürlich jetzt ein Entkommener sein, sagt ihr. Aber ich habe ja auch schon ganz viele gesehen, die einfach mal so gespawnt sind. Die dann zum Beispiel oben auf dem Heldenberg gesessen haben. Und irgendwo habe ich den, vor ein paar Stunden war ich mal kurz hier. Mal guckt, was los ist. Auch ein Pferd gesehen. Da, ein Pferd. Tatsache. Komm mal her, Pferd. Du bist hier gespawnt, ne? Genau wie damals in der Vergangenheit. So, oh, das ist ein richtiger Kaltblüter. Ja, komm mal mit. Und guck mal, da oben ist ein schwarzer Hase. Schwarze Hasen haben wir noch gar nicht. Den könnten wir uns jetzt eigentlich auch mal holen. Ich mach dich mal hier fest, Pferd. Ist doch schön hier. Ein schwarzer Hase hatten wir noch gar nicht. Boah, hier voll der Krater. Könnte jetzt auch wieder ein Creeper-Krater. Ein Creeper-Krater gewesen sein. Denn die Creeper sind ja wieder aktiv. Und guck mal, der eine Hase hängt im Spinnennetz. Du kommst mal mit. Und du hängst im Spinnennetz noch nicht ganz. Du kommst auch mit. Zwei schwarze Hasen können wir auch gebrauchen. Wir wollen nicht nur weiße Hasen haben. Die kann man sehr schön so... Man kann auch mit seinem Hasen spazieren gehen, auch wenn es ein schwarzer Hase ist. Da hinten ist die Dunkelwacht. Die verschwindet mal immer wieder so. Guck mal, ganz komisches Rendering-System vom Mojang, was er sich da einfallen lassen hat. Er lässt Sachen vor unserem geistigen Auge verschwinden. Ihr dürft da nicht runterfallen, ne? Ich gehe nochmal ein Stück nach hier. So, jetzt hier runter. Bin ein bisschen paranoid geworden, was die Behandlung von Tieren angeht. Und hier ist ein Ei. Ein Ei, ein Ei. Und was zum Teufel... Soll ich mit diesem Ei, Mojang? Was soll ich mit Hasen? Danke, dass du sie mir geschenkt hast. Die anderen Leute hier, ich habe schon Nachrichten, also in den Nachrichten hier am ITV habe ich schon gehört, dass nicht alle das Glück haben, irgendwie Hasen bei sich zu haben. Na, findest du toll? Baden, baden, baden. Kommt wahrscheinlich auch von da. Oh Gott. Nicht alle haben das Glück, Hasen bei sich zu haben. Die sind anscheinend hier nur wirklich... in der indirekter Nähe des Spawns gespawnt. So, hinein mit euch. Nicht. Jetzt müsst ihr euch erstmal wiederholen. Ich bind euch mal los. So, gut. Jetzt haben wir zwei schwarze Hasen. Die Morium kann ich euch nicht geben und ich habe totalen Hunger. Oh, Leute. Wir was essen. Ach, schön. Hier, Hasen in Hunsgrab. Ein Hasengehege. Hier können sie dann noch drunter. Hier ist es auch trocken, wenn es mal regnet. Hier kommt natürlich ein Fußboden rein.
Ne, das ist zwar eine freie Hütte, aber hier kommt ein Fußboden rein. Und dann können die hier auch im Trockenen sein. Oder, das ist total der Luxus, sie können entweder, wenn die Sonne scheint, können sie raus. Ne, hier ins, ihr wisst schon. Und wenn es regnet, dann können sie rein. Ist doch total gut. So, ho, 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 ho. Wir müssen noch Fichtiholz, glaube ich, fällen. Und wir brauchen noch Halbstufen. Wir stehen ja gerade auf einer Werkbank. Wie günstig. Was ist das jetzt? Warum konnte ich das jetzt nicht verteilen? Moment. Supp. Das geht. Ja, geht doch. 24 Stück. Da machen wir jetzt den Fußboden raus. Ja. Fußboden. Fußboden ist auch immer wichtig. So, und hier kommt natürlich auch überall Fußboden rein. Was dann gleichzeitig auch die Decke für den Käfig ist. Die Käfigdecke. Und ich überlege gerade. Ich wollte ja gucken, wie wir das da hinten machen. Wir könnten erstmal hier einen so einen Steg rum machen. La 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 la. Ja, da habt ihr schön, ne? Da habt ihr es lauschig. Da können auch, glaube ich, keine Monster spawnen. Und jetzt haben wir schon wieder alle verbraucht. Ui. Ui. Ja, da guckt da, ne? Auch die schwarzen Hasen gehen jetzt schon runter. Hier geht's raus. und dann bauen wir eine richtig schöne Hütte. Aus was wir die machen, müssen wir nochmal gucken. Guck mal, hier haben wir auch noch Fichtenholz. Sehr gut. Und auch noch Gebälk. Das können wir auch gleich mal mitnehmen. Das brauchen wir ja auch. So, und hieraus machen wir uns jetzt aber erstmal, aus 32 machen wir uns jetzt erstmal hier die Dinger. Und dann nochmal sowas. Zack, weil Halbstufen brauchen wir auch die ganze Zeit. Er brauchte die Halbstufen die ganze Zeit. So, Freunde. Zwei breit hatte ich ja gesagt. Machen wir das hier erstmal. Und hier müssten wir eigentlich jetzt Balken reinknöpeln, ne? Ja, ich hoffe, das wird da nicht zu niedrig für die Hasen. Bin voll Hasen, ich habe Hasensorge. So. Genau. Und hier kommt dann wieder. Und da müssen wir eigentlich. Guck mal, da müssen wir eigentlich so einen rüberziehen. Das machen wir gleich. Wir kriegen das gleich gebrezelt. Ich bin mir ganz sicher. So, jetzt haben wir hier nämlich so ein Zweierding. Und da haben wir so ein Zweierding. Und das geht sich natürlich jetzt überhaupt nicht aus. Weil diese Hütte sich sowieso überhaupt nicht ausgeht. Aber wir könnten natürlich sagen, wir ziehen jetzt hier einfach. Dann, somit kann man das ja umgehen, die ganze Chose. Na, wir ziehen jetzt hier einfach ein paar Balken rein. So. Dann können wir hier einen Balken hoch machen. Kommt dieses Ding weg. Dann können wir wahrscheinlich runter gucken. Ja, natürlich. Das ist doof. Das ist doof. Moment, das kriegen wir aber auch alles hin. Ich muss euch hier mal ganz kurz einen Balken mitten ins Gehege zimmern. Das hört sich auch interessant an, auf jeden Fall. Ein Balken ins Gehege zimmern ist auch ein Ausdruck, wenn man jemanden nicht mag und dann eventuell auch schlägt, dann sagt man auch, ich zimmer dir gleich einen Balken ins Gehege. Ja. Das heißt dann, es tut ihm dann auch weh wahrscheinlich und das solltet ihr dann nicht nachmachen. Gut. Na, so, und das machen wir auf der anderen Seite auch. Genauso. Dann haben wir hier ein richtig schönes Fachwerk. Grundell, sagt man. Und das Schlimme ist, wenn ich den jetzt raushaue, hauen hier sofort 1000 Hasen ab. Bam! Hau ab! Oh, einer ist weg. Einer ist keiner. Hau ab! Zack. Ja, man muss gröber zu Hasen sein. Hasen mögen es grob. Manche Hasen mögen es grob, wird auch diese Folge heißen. Anscheinend ist das so. Das Hasen da sehr... Und ist keine Musik, ich mache mal nächste Lied. Brauch ja nur an meinen Kopf tippen. Das ist total gut, müsst ihr euch auch mal einrichten, so ein Kopftipper. Dann braucht ihr nur an euren Kopf tippen und schon kommt ein neues Lied. Weiß nicht, ob ihr das habt, außer wenn ihr vielleicht irgendwie keiner... Gibt es überhaupt noch diese Musikdinger, iPads oder wie die hießen damals? Hießen die iPads? Ich glaube ja. Da könnte man dann so MP3s mithören. Heute machen das ja alles die Handys. Da braucht man gar kein iPad mehr. Aber Handys gibt es ja auch von der Apfelfirma. Also alles ist gut. Braucht ihr euch keine Sorgen machen. So, wir haben kein Fichtiholz mehr. Wir sind aber in einem Fichtenwald, was die Sache extrem, extrem erleichtert, wenn man mal kein Fichtenholz mehr hat. Zack. Ja, wie machen wir den oberen Teil? Was machen wir da? Fachwerk, würde ich sagen, weißes Fachwerk. Natürlich nicht mit Wolle, mit Hasenfällen. Wer hat das gesagt? Das ist ja, wir sind ja keine Gröbiane. Und wir haben da noch 18, warum haben wir denn da noch... Ach, die hatte ich einsortiert, ne? Also zusammengesammelt. 18 Slimies. Vielleicht müssen wir da noch mal einen Sumpf. Aber ich denke mal, auf unserer Reise, die wird ja durch alle Biome gehen.
Und der Delfino hatte da auch, der Delfino schreibt immer viel, viel Sinnvolles auch. So richtig Sachen, die auch wichtig sind. Der hat nämlich geschrieben, jetzt braucht ihr eigentlich keine Hasen mehr mitbringen von eurer Reise. Ja, das stimmt. Aber wir brauchen ja noch Wassertempel und so, wollen wir noch finden. Wir wollen durch viele Biomen kommen. Und dieses Myzen-Biom gibt's ja auch noch. Das heißt, dieses Pilzkuh-Biom. Und das wollen wir auch noch haben. Wir wollen ja möglichst alles erkunden und finden. So, okay, jetzt haben wir hier, wir müssen dann noch einen höher für die Hütte. Ich guck mal von unten, wie das aussieht bisher. Schauen wir mal. So sieht die Hütte aus. Die kriegt dann da einen Zugang an der Seite, sozusagen. Er hat jetzt erstmal so ein Gebälk. Wir müssen morgen auf jeden Fall nochmal Holz fällen. Und dann ohne Holz kommen wir nicht weit. Und jetzt können wir ja mal pennen. Gute Nacht. Und die Hasen sahen lila aus im Abendlila. Ist ja kein Abendrot.